Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exos, Zock the Prey oder wie wir Profis auch gerne hin und wieder sagen, guten Morgen Mr. Morgen und herzlich willkommen auf der Talos 1. Ja, was haben wir denn erlebt? Das soll ich mal überlegen. Gestern haben wir irgendwie so Kühlmitteldings da repariert, dann haben wir die Viecher da gekillt, dann jede andere Menge Viecher macht uns einen Wasserbauch besorgt, ein Telefonat bekommen und jetzt haben wir zwei Ziele im Prinzip, einmal Arboretum und einmal unsere eigene unser eigenes Büro. Ja, bei beiden Orten erwartet uns was und da will ich dann nochmal gerne halt nochmal kurz mal nachschauen, deshalb. Das heißt, wir gucken mal auf die Ziele, da haben wir einmal das hier, dann haben wir, ach du grüne Neune, so viel Zeug hier, guckt euch das mal an. Ja, da soll man sie im Büro treffen. Ja, ich soll sie da treffen. Wollen wir mal gucken. Mal sehen, was die von uns möchte. Mehrere Ziele. Das ist der Hauptlift. Geil, der Hauptlift funktioniert. Geil ist das denn? Wieso ist jetzt da bitte eine Fehlfunktion? Wir haben die noch repariert. Will der uns hier verarschen oder was? Und nun? Wie machen wir das jetzt? Ich bin gerade so ein bisschen... Hallo? Tja, nö, irgendwie geht nichts. Schade. Wir haben den doch repariert. Also jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ich habe extra hier hingegangen. Mann. Oh, das... Ist ja blöd gelaufen jetzt. Ist da oben was? Ja, schade, wir müssen wieder zurück. Das fängt ja sehr gut an. Ja, so ein Mist aber auch. Okay, Lebenserhaltung, ja, sehr schön. Wir kommen wieder in die Lebenserhaltung rein. Ist ja mal saugeil, dass wir da reinkommen. Tja, so ist es manchmal. Manche Teufels, ja, Blaschwein und sowieso. Ladescreen, komm mal hin, ne? Ja. Auch schön. Mal gucken, was uns jetzt da wieder erwartet. Ob jetzt da gleich wieder ein Albtraum auf uns wartet. Beliebige Taste drücken, danke sehr. Ja, da kommen wir ohne weiter. Okay, hier scheint es keinen spontanen Neuspawn zu geben. Was ist denn dahinter eigentlich? Achso, warte mal. Ach, hier könnte ich auch so lang. Ja, ja. Die dritte Dimension in einem Spiel. Tja. Dann gehen wir hier lang. Ist ja auch möglich. Wo kommen wir denn da dann hin? Dann sind wir dann im Frachtraum, okay? Tja, dann kommen wir über einen Frachtraum irgendwo rein. Na, werden wir mal sehen. Die Sowjetunion trifft im Zuge des Verona ein Zwischenfalls auf außerirdischer Lebensform. Das war 1960. Das ist schon eine Weile her, ne? Ja, davon stand aber nichts in meinem Newsblog. Yo. Ladescreen, oh Ladescreen. Könnte man ja Oso spielen. So, weiter. Antigravitationstunnel. Wir können ja mal gucken, ob die jetzt funktionieren. Fehlfunktion der Frachttransporttüre in Reaktivierung erforderlich. Fracht bleibt, verbleibt in. Die Frage ist natürlich, wie wir das warte mal, wir können jetzt vielleicht reparieren. Wir gehen jetzt mal rein. Warte mal. Da war da auch so eine Luke, oder?
Da war da auch, denke ich mal, eine Luke. Gehen wir mal da durch. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich denke schon, dass wir jetzt was reparieren könnten. Das heißt, wir gehen mal in die Wartungsschleuse rein. Ja, wie geil. Wir sind jetzt gleich am Warten. Einmal hier so schön die Kurve kriegen. Wir haben die Kurve gekriegt. Oh Gott, der war billig. Der war so extrem billig. Man glaubt das kaum. So billig war der. Okay. Da haben wir eine Tür. Okay, die scheint jetzt auf zu sein, wa? Okay. Das ging letztens, als wir hier waren, nicht. Definitiv nicht. Es gibt oft mehrere Wege, ein Problem zu lösen. Wege deine Möglichkeiten genau ab, wenn du Hindernissen oder Gegnern gegenüberstehst. Das stimmt allerdings wirklich. Das Spiel gibt hier einen doch eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Was mir an diesem Spiel wunderbar gefällt. Das ist auch so schön wie bei System Shock. Also man hat ja hier und da Möglichkeiten. Okay. Komm, mach hinne. Wir haben doch keine Zeit. Mikrogravitation entdeckt. Mikrogravitation entdeckt. So, die Frage ist, ob wir da sauber durchkommen. Ach, weißt du was, wir geizen hier nicht. Ach du grüne Neune. Wo ist das blöde Vieh? Da waren gleich zwei. Na, das ist ja mal super geil wieder. Oh Gott. Hier ist irgendein Vieh, was mir meinen Anzug außer Funktion setzt. So, also immer das hier mal bitte looten. Reloaden wir den mal hier. Da ist das Vieh doch. Aha. Boah. Boah, der Kampf ist ätzend. Boah, ist das ätzend. Nerviges Vieh. Haben wir's? Noch nicht ganz. Der letzte bekannte Schuss. Das war der Schuss aus der goldenen Pistole. Das war der goldene Schuss. Oh Gott, ey, das war der goldene Schuss. Hey, 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 das war der goldene Schuss. Oh yes. So, haben wir. Wie viel haben wir noch? 92 Schuss. Oh Gott, wir sollten uns langsam mal wieder ein bisschen Ammunition besorgen. Ja, das sollten wir machen. So, den haben wir. So, da haben wir doch mal eine Leiche. Da hinten ist Frachtabwicklung. Wir können ja mal gucken gleich, was wir hier in der Frachtabwicklung so Schönes finden. Ja, auch da scheint was Defektes zu sein. Da haben wir nochmal Ersatzteile. Apropos Ersatzteile, wir sollten uns mal um die Anzugsintegrität... Oh, du grüne Neune. Wir haben mal richtig viel. Danke sehr. Und dann nochmal Gesundheit. Machen wir natürlich auch einmal rein. Hier ist dann nochmal immer Gesundheit. So ist das Ganze doch mal schon wieder ein bisschen schicker. Man fühlt sich nicht so ganz wehrlos. Ja, ja.
Ja. Schweben wir uns mal hier so durch. Die Frage ist natürlich, die sich wieder stellt. Jo, ey, könnt ihr ja überall wieder was hier so an Gegenständen sein. Schweben wir uns mal hier so durch. Da vorne könnte zum Beispiel auch nochmal Loot sein von der Leiche, die wir gerade produziert haben. Halt. Da ist Fehlercode eingeben. Ja, da kommen wir dann wohl nicht rein. Da wäre auch nochmal eine gängige Möglichkeit. Wir werden aber dort lang schleichen, nachdem wir das hier irgendwie hier wohl entnommen haben, das Zeug. Danke sehr. Das heißt, wir gehen etwas auf der Seite, um den Zystoiden so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Danke sehr. Ist hier auch nochmal was drinne? Nö. Wow, ich hab gedacht, das Ding erschlägt mich. Aber irgendwie scheint aus dem Spiel glücklicher egal zu sein. What? Mann. Hui. So, mehrere Ziele. Immer noch voraus. Ich schmeiß mal den Scanner an. Ich guck mal kurz nochmal da hinten, ob wir da was sehen. Zystoiden. Keine Daten. Ja. Da wäre nochmal was zum Reparieren. Da ist die Gunnery. Da haben wir nochmal was zum Looten. Da ist nochmal ein defekter Geschützturm. Ach Gott. Dann geht's mal weiter. Bin nochmal hier auf den Hauptgang drin sein. Oder gehen wir da oben rein? Können auch da oben rein. Machen wir es mal so. 300 noch was Meter. Hallo. Man gönnt sich ja sonst nichts, eh? Weil der Geist scheint hier noch einen anderen Weg zu nehmen, ne? Wo geht denn der hier hin dann? Und vor allen Dingen, warum ist hier überall Koralle? Was machen die hier mit der Koralle überhaupt? Was soll die eigentlich bringen oder nicht bringen? Hä? Aha, damit geht das hier wieder auf den richtigen Weg. Mhm. Wie weit ist es entfernt? 300 noch was noch Meter. Boah. Ja, diese Guts durchzieht ja wohl die ganze Station. Was ist das da? Nochmal ein Technopfad. Wir werden mal versuchen, den Technopfaden so ein bisschen zu ignorieren. Ich hoffe, der ignoriert uns auch. Von denen kriegen wir eh keine Daten mehr. Und ja, ich habe jetzt keine Lust, da so ewig viel Munition reinzuholzen. Ja, irgendwie scheint der Technopfad auf uns doch heiß zu sein. Wir gucken mal, ob wir einfach von denen wegkommen. Lieber Technopfad, ich ignoriere Sie. Sie ignorieren bitte mich. Scheint noch eher erhöhtes Interesse auf mich zu haben. What? Ja. Oh Gott, ey. So. Operator nähert sich. Welcher Operator? Wo? Wo ist der Operator? Okay, da ist er. Mal sehen, vielleicht ist das ein Technik-Operator. Der kann unseren Anzug reparieren. Vielleicht nicht verkehrt. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Danke sehr. Sauber.
Okay. Ja, man muss nicht alles bekämpfen, wie man sieht. Da ist tatsächlich noch was drin. Was ist da oben noch drin? Außer Feuerlöscher. Es scheinen nur Feuerlöcher zu sein. Wow. Wie sich die Guts jetzt zieht. Da sind noch Mastistoiden. Da werden wir mal auf die Seite gehen. Die Frage ist, ob man sich an diesem komischen Teil da festhalten kann. Da hätte man sich so durchziehen können oder sowas. Naja. Was ist denn nämlich auf der anderen Seite? Guck mal nach, ob wir das machen können. Nee, kommt keine Tastenkombination. Boah, die nächsten Schäden kommen rein. Ist das nochmal ein Operator? Lass das bitte jetzt medizinischer zu sein. Und es ist ein... Nochmal Technik Operator. Ja, ja. Ja, danke sehr. Oh, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Gut, also hier sind hauptsächlich technische Operators unterwegs. Operators oder Operatoren? Jo. Operatoren, so könnte man das dann sagen, ne? Ja, so, da vorne haben wir schon mehrere Ziele. Das heißt, irgendwo werden wir hier gleich den Weg haben. Irgendwo war hier auch, glaube ich, der Eingang, irgendwie eine Decke oder sonst wie. Das werden wir dann gleich sehen. Komische Geräusche wieder hier. Wow. Da geht's lang. Arboretum. Sehr schön. Schwerkraft normal. Schwerkraft normal. Yeah. Sauber. Ist natürlich die Frage, wo wir jetzt hier sind. Ich weiß das nicht. Werden wir gleich sehen. Guck mal nach, ob wir hier noch was hatten. Ich glaube, hier habt ihr schon alle gelootet. Ja, 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 ja. Hier haben wir sowas schon von gelootet. Würde ich mal schnell erstmal speichern, weil ich nicht weiß, ob das mich da hinten erwartet. Arboretum, ja. Arboretum. Oh yeah. Das Arboretum. Oh oh. Transdermedizinische Operatoreinheiten beginnen weltweit durchschnittlich 0,0131 weniger chirurgische Fehler pro Patient als menschliche Ärzte. Letztere erzielten dafür nach wie vor bessere Ergebnisse beim Umgang mit dem Patienten, jedoch nur geringfügig. Das ist ja beides sehr geringfügig dann nur, Mann. Naja, so viel zu der Technik, die begeistert. Loaderscreen mal wieder. Mal sehen, dass wir den überleben. Die Hoffnung stirbt bekanntlicherweise zuletzt. So, wir gehen erstmal... Ich schicke dir den Code zu meinem Gravitationsschacht, sofern er noch funktioniert. Ja, er schickt uns den Code zu seinem Gravity-Schacht. So, jetzt wollen wir erstmal recyceln. Das heißt, wir recyceln erstmal. Da kommt eine ganze Menge Müll rein. Danke sehr. Dann recyceln wir mal hier. Wir stehen mal auf. Und ja, holen uns mal das ganze... Oh, exotische Material ohne Ende raus. So, dann gehen wir mal hier auf den Startbutton. Dann schauen wir nach, ob wir neue Rezepte hatten. Ja, wir hatten einmal den Null-Wellentransmitter. Wir haben den Q-Strahlenzellen. Wir haben den Q-Strahl. Wir haben den Teufelnköder. Aber wir brauchen was ganz Klassisches. Schrotpatronen. Und da sehen wir unser Material. Es könnte wirklich ein bisschen mehr sein. So, das machen wir dann. So, mal gucken. So, ja, erstellen. Danke sehr. Nehmen wir uns die mal gleich. Schubidubidu. Ja, ja.
entnehmen. Ja, ich weiß. Nochmal erstellen. Danke sehr. Ja, ja, entnehmen wir, machen wir. Kein Problem. Wir besorgen es uns. Damit meine ich jetzt nur die Schrotpatronen. Nicht das, was ihr denkt. Wir besorgen uns nur Schroti. Schroti Overdose. Wie viel können wir denn noch machen? Gar keine mehr. Wir haben es schon wieder. Wir haben echt schon wieder verbraucht ohne Ende. Es ist krass. Sogar Neuromod können wir nicht. Da hätten wir so viel Alien-Substanzen mittlerweile. Es ist echt die Hölle. Das kann echt nicht wahr sein. Wir brauchen wieder mehr Metal. Heavy Metal ohne Ende. So, Chanel speichern. Ja, ja, ja. Gut, wir wollen in sein Büro. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Identität unserer Gäste geheim zu halten ist. Das weiß ich natürlich nicht, wo alles rumguckt hier. Wir nehmen mal einen Schleichweg. Aha. Versuch mal jetzt wieder ein bisschen sparsamer zu leben, weil mir auffällt, dass ich doch sehr ranzig mit dem Material umging. Was war da mit der Pflanze los? Man weiß es nicht. Da ist das Tresor, da ist das Büro. Da müssen wir wohl rein. Da ist ein Terminal. Experimental Grow in Process, please, bla, sowieso. Yo. Da ist ein Weber-Knecht. Hecken, reparieren. Mal so ein bisschen Schussreichweite. Dann können die nämlich ballern. Das Geschütz geht's gut. Okay. So, mal kommt hier noch an. Boah, der Weber versorgt uns hier gerade richtig mit ganz viel Zeug. Ja, das gefällt mir gar nicht. What? Boah. Alter Falter. Oh, eine Leiche. So, damit müsste das Vieh eigentlich Geschichte sein. Ist es auch. Ja, ja, oh. Dann reparieren wir die hier nochmal. So, warte mal. Wo ist das Vieh jetzt hin? Keiner weiß es. Stellen wir mal den hier hin. Und den hier ein bisschen weiter weg. Warte mal, die stellen wir auf der Seite mal hin. Dann können die sich sozusagen gegenseitig ein bisschen schützen. So, okay. Ja, einsatzbereit. Sehr gut.
Wir sollten uns mal ein Medikit nehmen. Warte mal. Wir haben ja noch welche. Hier ist es. Dann können wir nochmal schnell speichern. Kommen wir jetzt da mittlerweile rein? Warte mal, Albtraumleiche, da ist nichts drin, auch nichts drin. Sieht schlecht aus. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Ja, Charakteranpassung benötigt, ich weiß. Ist auch noch nicht verfügbar. Können wir ja mal reparieren. Den können wir auch mal reparieren. Oder nehmen wir mal mit. Warte mal. Kann dir den ja vielleicht ein bisschen glitchy reinballern? Wäre schon geil. Irgendwie anscheinend nicht. Und da ist auch noch was. Keine passende Schlüsselkarte. Entschärfen. Danke. So, das ist nochmal der Storage Room. Jo, pass auf, wir nehmen die mal mit. Stellen den mal. Ah, das sind die Viecher, die mich beobachten. Eieiei. Machen den mal hier auf. Ja, eigentlich brauche ich hier auch nicht so ducken gerade. So, dann tragen wir den mal. Und damit das Geschütz ein bisschen geschützt. Damit das Geschütz ein bisschen geschützt ist, ja. Dann dürfen wir den mal auch ausfahren. Okay, so, dann holen wir uns mal die Eiskanone raus. Eisen den mal ein. Dann gehen wir mal ran zum Reparieren. Dann brauchen wir uns darum auch keine großen Sorgen machen. Ist das auch mal repariert? Hier ist ein großer Mimik irgendwo. Wo ist denn der da? So, komm mal her, großer Mimik. Hier bin ich. So, und dann lass den mal kommen. Dann machen nämlich die Geschütze den kalt. So viel dazu. Genau. Sehr schön. Ja, so läuft das. Da ist die Brücke. Da ist sein Büro. Wie soll ich jetzt dazu sein Büro kommen? Looking Glass. Ach, wir machen es einfach wieder so, weil ich es nicht weiß, wo sein Weg ist. Ah. Okay. Irgendwie wurde das wieder ein bisschen repariert. Interessant zu wissen. So, okay. Haben wir denn hier was Neues rumliegen? Was für uns von Interesse sein könnte? Anscheinend nicht. So, da ist sein Büro. Da sollen wir rein. Machen wir aber nicht mal heute, sondern morgen. Also, in dem Sinne, mit dieser Aussicht, euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye. Und bis morgen.